Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Red Hot Vengeance. Jo, wir drücken einfach mal auf Continue. My safe house was an old apartment complex by the name of Lakeside Suites. There was nothing sweet about it, unless you would consider the smell of piss and cigarettes sweet. I left her in that room and decided to take a walk to clear my head. So, you took the girl. You know about my rule. Why hire me? Well, it was either that or hire a whole fucking team. I knew you could handle it. Are you deaf or just stupid? No women or children. I've been very clear about that. Tell you what, waste her now, and I'll forget about this little disobedient outburst. Go to hell. Wrong call. You're fired. Oha. Oh, hat nach, Freund hier. Guck mal. Is someone there? I'm pretty sure I heard something. I'm gonna look over here. Is someone there? Okay, nothing over here. Hey. Gibt's hier irgendwo Erste Hilfe oder so ein Quatsch? Nee, nur Blut. Ja, ich hätte das Sturmgewehr aufsammeln sollen. Liegt hier wirklich nirgendwo Hilfe? Medikit rum? Das ist schade. Na dann würde ich mal sagen, Surprise! Ja, Surprise. Ja, anvisieren. Oh, oh. Hallo. Damit hast du nicht gerechnet. Oh, oh. Ja, wenn Nachladen nicht immer so kompliziert wäre, ne? Über den Haufen. Uiuiuiui. Das ist ja brachialst brutal. Dann schau mal. Geht doch. Du musst die Boys nur zwingen. Wow. Nicht mit mir. Uiuiui. Ja, hier geht's ab. Ist das, ein Zivilist, oder? Jo, denke. Holen wir uns mal hier die Heilung und dann schauen wir mal, wo es da so weitergeht. Wow. Will zum Thema. Oh. Ui, danke für die Munition. Noch irgendwo Heilung rum? Da drin. Huh? Nein! Ja, ich glaube, dieses Level wird ein bisschen schwieriger. Ich würde mich auch ein bisschen ärgern, wenn es hier gar keine Schwierigkeit gäbe. Vielleicht sollten wir ja nicht Akimbo rumrennen. Man kann ja eh nicht mit beiden rumballern. Oh, du bist ein Zivilist. Hey, oh. Ach, dein Aimbot? Geht doch. Sonst noch jemand, der Fragen hat? Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter im Plan. Ew.
Gut, rennt mir nur in die Schusslinie. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Guck mal einer an. Und erledigt. Gut, da rennen die Zivilisten weg. Ich hoffe, es sind Zivilisten. Und da drin war halt ein Typ mit einem Maschinengewehr. Genau. Visieren wir dich mal an. Holen wir jetzt noch hier kurz mal die Heilung und... So, Freundchen, bleib mal hier. Wow. Hat ja auf jeden Fall mal gesessen. Wundervoll. Nachladen. Blöd, dass halt nicht automatisch nachlädt. Mal da gibt's Uzi-Munition und nö, auch Munition für die SMG. Ist doch schön. Ich versuche immer wieder raus zu scrollen, falls es euch aufgefallen ist. Oh, oh. Hat nach. Nein. Ich würde schon gerne bei der Waffe hier bleiben. Guck mal, da hinten lag Heilung rum. Und hier drüben auch. Zumindest sind wir wenigstens kein One-Hit-Wonder. Und ich sehe nie, wo meine Maus... Ich sehe nie, wo meine Maus ist. Mein Cursor. Dementsprechend kassiere ich auch ordentlich viel. Zivilist. Zivilist. Genau, brechen wir einfach in seine Wohnung ein. Das passt dann schon so. Okay, nothing over here. Someone there. I'm gonna go look over here. Is someone there? I'm gonna look over here. Nein! Lad nach! Vielleicht wäre es sogar schneller, wenn man ab und zu mal die Secondaries wechseln würde. Man weiß es nicht. Probieren geht aber kann ich über studieren, aber ob das jetzt probiert werden muss? Oh. Jetzt hast du sie in den Falschen anvisiert. So. Dann würde ich mal sagen, Surprise! Du hast leider nichts für mich. Schade. Und hoch da. Ist denn jemand in der Wohnung drin? Nö. Ja, jetzt versuche ich schon wieder mit der Kamera rauszuzoomen. Was wahrscheinlich dazu führen wird, dass ich einen Gegner in die Arme... Moment, hier brennt's? Oh, hier müssen wir hin. No. By the time I got to her, she was on her way out. Her sides rose slowly as she gasped for air, but the lack of skin told me that she wasn't going to make it. She gazed up at me with her last working eye, in too much pain to produce a tear or cry out. I drew my gun, and with hesitation, I broke my rule. This mafia is taken from a lot of people, but my rule was all I had. Gandhi once said, "An eye for an eye makes the whole world blind, but he's full of shit. I'm gonna take everything from Gino. I'm gonna come at them with red-hot vengeance." Oh, jetzt sind wir schon beim Thema. Alle Gegner erwischt. No mercy. Und viermal gestorben. Alles klar. Nochmal. Weiter. Ich meine, weiter. New Weapon unlocked. Challenge Missions unlocked. Press any key to continue. Das ist doch schön. If you want to take out a gang, I mean really take it out, you gotta start at the bottom.
destroy the foundation, and work your way up. If I take out all their sources of revenue, they can't fund their war against me. And I want Gino to see me slice every limb off this empire his family spent generations building. So I start low with his drug labs. Wunderbar, dann zerstören wir jetzt ein paar Drogenlabore. So, Sidearm 2. Und Primary, kommst du mal mit. Ja, komm, behalt mir die Handgun. Und zerstören ein paar Drogenlabore. Wunderbar. Nachladen. Hui. Pistolenmunition, Heilung. Da muss ich die Kisten jetzt zerstören. Oh, oh. Natürlich steht er mit einer Shotgun direkt vor mir. Weißt du, wir gehen diesmal anders vor. Weil wir diese Tür hier gesehen haben, können wir auch mal einen anderen Weg ausprobieren. Siehst du? Haut doch hin. Ja. Haben wir jetzt alle erledigt? Oder versteckt sich da noch jemand? Werden wir herausfinden. Got to your car. Alles klar. Mhm. Destroy alchemical containers. Kommst du auch mit zum Spielen da? Nein! Wieso schmeiß ich denn meine Waffe weg? Ich, der alte Dingslegastheniker, Controllerlegastheniker. Oh. Gefällt mir mal gar nicht. Wundervoll. Oh. Shotgun? Gucken wir mal. Oh. Oh, die pfeffert ja ordentlich. Gibt es noch irgendwelche Gegner, die wir ausspionieren könnten? Ja, den da unten. Ja, wundervoll. Also die Shotgun, die gefällt mir schon mal ganz gut. So. Und zu meinem Auto. Alles klar. Kannst du nachladen? Jawohl. Ist doch schön, wenn du was gehört hast. Hui. Läuft. Ballerspaß für die ganze Familie, wie es aussieht. Au. Geht doch. Weißt du was, holen wir uns mal das Gerät hier. Was sind das? Noch eine Moss. Davon haben wir ja bereits eine. Nicht so dicht an den Kisten dran stehen, haben wir festgestellt. Und zurück zum Auto. Patronen für meine Primärwaffe liegen hier keine rum. Das ist doch schade. Nee. Hey,
Hui. I hear some. Oh, da steht ja noch einer. Wieso sagen die mir nichts? Und dann trifft er mich eiskalt. Na komm, 4 Schuss haben wir. Gut, das lief schon besser. Nein, anvisieren zuerst. Nein. Anvisieren und nachladen. Weißt du was? Nee, so nicht. Auch wenn die in einer Engstelle stehen, gehen wir erstmal hier rein. Das läuft dann doch deutlich besser. Moment. Gut. Ja, da muss ich mich wirklich meine Synapsen anstrengen. Habe ich wieder Munition für meine Shotgun? Nö. Dann bleiben wir bei der Uzi. Oder gehen wir Akimbo raus? War hier noch jemand? Nö. Gut, dann machen wir das mal kaputt. So, dann wechseln wir mal auf die Shotgun. Haben jetzt wieder 6 Schuss drin. War hier nicht noch irgendwie so eine explosive Box? Ja, aber dafür eine ganze Menge Schrotpatronen, ist doch schön. Damit können wir arbeiten. Haben die hier einen Hintereingang? Oh ja. Nein! Ja, die haben einen Hintereingang. Verdammt! Autsch. Gut. Waffe wechseln? Guck mal, da steht ja noch einer. Was er da draußen wohl suchen mag? Wo war die Shotgun? Medikits gibt hier anscheinend keine, was ich schade finde. Doch, hier liegt eins. Gucken wir mal zu denen durchs Hintertürchen durch. Nein! Schieß doch! Wow. Das war knapp, Leute. Ihr habt uns schon beinahe wieder abkratzen sehen. Und nachladen. Keycard acquired. Ich hab den nicht gesehen. Also auf ein neues. Hui. Und der nächste? Ist da jemand drauf? Ich glaube, das war der hier.
mit der Shotgun sagte ich, fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Wunderbar. Gut, alles schön sauber eingesammelt. Gucken wir mal. Au. Au. Lad nochmal nach. Wo war der Typ? Gehen wir mal vorsichtshalber ums Haus rum. Okidoki, da drin sind drei. Weißt du, manchmal swappt er automatisch auf das nächste Ziel rüber, manchmal nicht. Siehst du, ihr habt's gesehen, gerade hat er rüber geswappt. Bleiben wir bei der Pumpe. Dann machen wir die auch so platt. Boys. Au. Ja gut, jetzt muss ich die Heilung nehmen und habe weniger HP als davor. Ach, guck mal, da ist ein Fenster, da haben die mich gesehen. Und der nächste. Läuft doch. Wenn man das Nachladen nicht vergisst. Hallo? Wenn ich mich da auf die Mauer durchschießen könnte, das wäre schön. Ich verzweifle an dem Level. Wir holen jetzt hier erstmal Munition. Laden nach. Oh, sperrst du deinen Kollegen hier aus? Das finde ich ja nett. Vielen Dank. Das war sehr hilfreich. Haben wir uns hier drin um alles gekümmert? Glaube, nein. Gut, da ist ein Fenster, nehmen wir nicht vorbeikommen, ungesehen. Hier sind die Fenster vernagelt. Gut, dann gehen wir halt eben hier rein. Und der nächste. Und dann mal kurz nachgeladen. So viel Zeit muss jetzt wirklich mal sein. Munition haben wir noch mehr als genug, hoffe ich mal. Schön vorsichtig. Geht doch. Oh. Wunderbar. Mit wenig HP kommen wir hier durch. Heieieiei. Ja, dieses Level war schon ein bisschen hardcore. Und ich würde sagen, meine Schnuffels, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.